Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer 4Hees82, bla 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 bla, ihr wisst ja wer ich bin. Und ja, hier kommt mal mein Reaktionsvideo darauf vom lieben Olli Uncut. Der liebe Olli hat vor 2-3 Stunden ein Video hochgeladen, wo er sich aufregt über ein Video von mir. Er hat mich nie namentlich erwähnt. Das ist wirklich sehr geil von dir gewesen, sehr respektvoll auch von dir. Aber natürlich, jeder weiß, um wen es geht, natürlich um mich. Und um das Video, wie gesagt, das Video ging natürlich gestern um das Tribut von Michas Filmwelt. In diesem Video möchte ich mich natürlich nochmal entschuldigen und natürlich auch Klarstellung machen. Ich möchte mich auch bei vielen Leuten auch in diesem Video auch entschuldigen, denn der liebe Olli hat mir ein bisschen die Augen geöffnet. Ich habe auch mit ihm nochmal danach, dem ich das Video angeguckt habe, beziehungsweise während ich das Video angeguckt habe, schon mit ihm geschrieben und auch war auch ein bisschen ausfällig zu ihm. Es tut mir auch furchtbar leid, ich bin jetzt wirklich sehr ehrlich. Aber jetzt im Nachhinein dachte ich, fuck, er hat recht. Also Olli, ich gebe dir recht, auch bei anderen Dingen, wo du mir gesagt hast über mich. Und ich möchte einfach auch das mal klarstellen in diesem Video. Nochmal zu Micha, da ist nun mein letztes Wort über Michas Filmwelt, über dieses Video, wo ich jetzt hier mache. Es tut mir wirklich leid, dass ich es gemacht habe. Es war einfach eine Schnellschussaktion von mir, weil ich genauso perplex war und genauso schockiert war, dass einfach der Micha von jetzt auf gleich weg war, das ganze Video. Und ich habe auch niemals damit Micha gemeint, dass der jetzt gestorben ist und auch nicht, das Video ist auch nichts davon bedeutet mit dem Schwarz-Weiß, sondern eigentlich soll es eigentlich nochmal so eine kleine Hommage an ihn gewesen sein. Es war auch kein Clickbait, es war auch keine, ja, ich will mich in die Öffentlichkeit stellen, so ein Schwachsinn. Ja, wir sind alle kleine YouTuber, also was wollt ihr eigentlich alle? Erstmal deswegen nochmal. Es ging einfach nur darum, dass die Leute wissen, okay, Micha gibt es nicht mehr. Also Michas Filmwelt, der Kanal, nicht Micha, Michas Filmwelt. Ich habe es ein bisschen überspitzt dargestellt, kann auch sein, das war auch vielleicht mein Fehler und ja, hätte es auch nicht machen sollen, gebe jetzt auf, deswegen habe ich auch das Video auch gelöscht, einfach aus dem Grund, Micha hat es auch gewusst, dass ich ein Video gemacht habe. Ich habe auch gewusst, was der Micha hat. Und nein, ich werde es auch jetzt auch nicht erwähnen, was er hat, denn es geht niemandem was an. Ja, und er wird sich in irgendeiner Zeit, in irgendeiner Weise sich noch melden, denke ich mal, oder auch wenn nicht, dann eben nicht. Das muss er dann selbst komplett selber entscheiden. Aber ich für meinen Teil dachte, es ist eine gute Idee, sowas zu machen. Aber leider war es, ja, ging der Schuss nach hinten los und ich habe mir jetzt extrem viele, ja, viel Ärger eingeräumt für euch, für manche auch. Aber ein, was ich mir gerne erwähnen, beleidigen muss man weder mich noch meine Frau, nie und nimmer. Denn es wurden nämlich auch einige Kommentare losgelassen, wo wirklich beleidigend waren auf mich, auf meine Frau, auf meine Familie. Und ganz ehrlich, das geht einfach überhaupt nicht. Ja? Und ich hätte so viele andere Kommentare noch löschen können, aber ich habe es nicht getan. Sei es Stanleys Filmzimmer, habe ich auch gelassen, aber ich wollte auch, dass, damit ihr es nicht gerade ausbreiten könnt, aber ich hätte niemals, dass es wirklich so extrem hier in die Breite schlägt. Und der liebe Olli Uncut hat einfach hier dieses Video gemacht und ich habe ihn auch verstanden. Das tut mir auch nochmal leid. Und nochmal zu dem Thema Micha. Wie gesagt, Michas Filmwelt soll sich selber irgendwann sich melden, wenn er Lust und Laune hat. Das ist jetzt ihm überlassen. Ich habe einfach einen Fehler gemacht. Ich gebe es offen und ehrlich zu. So, Thema beendet. Michas Filmwelt ist jetzt beendet für mich. Wie gesagt, schreibt mir nicht mal an, was er hat. Wenn was wissen wollt über mich, über ihn, ihr braucht mich gar nicht anschreiben, ich gebe keine Auskunft mehr darüber, das ist seine eigene Sache, was los war oder was los ist. Von daher ist das Thema für mich erledigt und bitte lasst, kommt hier auch nicht mehr über, wie es mir geht, lasst einfach gut sein. An dich, lieber Micha, nochmal alles erdenklich Gute für die Zukunft, dass du auch deinen Weg wieder findest, dass es dir wieder besser geht und ja, jetzt nochmal, was der Olli Uncut mir nochmal so angesprochen hat, nochmal, wo es eben hier nicht mit zum Vorschein kam. Und zwar, mir wurde eben vorgehalten, dass ich sehr egoistisch bin und nur auf mich gucke und halt eigentlich an diese Filmjunkies-Gemeinschaft komplett außen vor lasse. Und ich gebe ihnen recht, ich komme von egoistisch rüber, das mag vielleicht sein, aber ganz ehrlich, ich bin nicht egoistisch. Eigentlich helfe ich wirklich jedem, wo ich kann, helfe ich. Aber mein Problem ist einfach, ich möchte immer gern meine Ruhe haben. Ich brauche nicht tausend soziale Kontakte mit irgendwelchen Menschen oder mit Menschen, die ich einfach natürlich kenne über YouTube und alles, aber ich bin einfach ein Mensch, ich will einfach gern meine Ruhe haben. Ich gehe auf die Arbeit,
8 Stunden, habe da nur mit Menschen zu tun, musste auch sehr viel diskutieren. Ich bin im Gesundheitswesen tätig. Und dann habe ich einfach keine Lust, noch 1000 WhatsApp-Nachrichten zu lesen oder zu schreiben mit Freunden. Mache ich auch so nicht. Ich habe auch so einige Freunde, aber auch mit denen schreibe ich jeden Tag, weil ich einfach dazu keine Lust und auch keine Zeit habe. Ich will einfach nicht. Ganz ehrlich, was ich möchte ist meine Ruhe. Ich mache meine Videos. Ihr wisst, ich tue ganz selten auch kommentieren, weil ich einfach meine Freizeit, ich habe jetzt so im Einklang gebracht, dass ich jetzt YouTube und meine Freizeit und meine Familie alles perfekt habe. Natürlich muss ich jetzt auch Abstriche machen, das mache ich bei YouTube. Ich tue einfach nur mal kommentieren. Und ja, ich tue einfach wenig schreiben. Ich tue auch wenig bei Facebook reinschreiben, weil es mich einfach nicht interessiert, was andere von meinem Privatleben halten. Das ist mir kackegal. Und es geht auch niemandem was an, was ich privat mache. Und ich schreibe auch sehr selten mit Leuten. Ich gebe es zu. Ja, und viele, die mich kennen, werden es auch wissen, okay, er schreibt wirklich sehr selten und hat auch nichts damit zu tun, weil ich ihn nicht mag oder weil ich ihn nicht leiden kann. So einfach aus dem Grund, ich will einfach mehr Ruhe haben. Kann das irgendeiner draußen von euch verstehen? Ja, also ich, auch in der WhatsApp-Gruppe von Filmjunkies, ich schreibe nichts. Einfach aus dem Grund, es wird so viel geschrieben, manchmal 1000, 100, jetzt ist es schon ein wenig besser, 100 Nachrichten, das lesen wir durch, okay, alles klar, aber es, nein, ich brauche ich nicht. Ich schaue es mir, ich lese mir alles gern durch, ich bin der stille Leser, das mache ich gern, aber ich schreibe halt ungern. Ich tue auch ganz wenig auf diese Nachrichten an, mache ich nicht. Ich bin einfach so, wie ich bin. Ja. Okay, nochmal an alle, die mich jetzt hier kennen, auch an die ganzen Filmjunkies, meine ganzen YouTube-Kollegen, auch die ich jetzt ganz selten auch kommentiere, mich bei euch melde. Hier nochmal bitte, nochmal an euch, ich habe euch alle gern. Und seid mir nicht böse, weil ich einfach mich nicht bei euch melde. Aber ich will niemandem was Böses. Ja. Ich bin einfach gern für mich alleine. Ich bin gern in meinen vier Wänden und habe einfach meine Ruhe. Wenn es irgendeiner versteht, wäre es schön. Wenn nicht, dann tut es mir leid, dann habt ihr einfach echt Pech. Aber so bin ich nun mal. Ich kann mich auch nicht deswegen auch nicht ändern. Und ich werde mich auch nicht ändern, weil ich einfach gern meine Ruhe haben möchte. So, okay. Damit möchte ich euch nochmal euch allen entschuldigen, wie ich so bin, wie ich bin. Und damit ist es wieder erstmal beendet. Und ich hoffe, ich konnte jetzt euch nochmal Klarheit bringen über das Ganze drumherum jetzt hier. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt weiterhin meine Abonnenten. Und wünsche euch weiterhin noch viel Spaß auf meinem Kanal. Bis dann, tschüss mit Ö und Beep.